Ein begeistertes Publikum fanden. Sie präsentieren sich mit einer erstklassigen Schleuderwettdarbietung als Rialtos und mit einer komischen Akrobatik als Hobby. Gekonnte Schleuderbrettakrobatik von den international bekannten Rialtos. Und die äußerst komische Nummer der Truppe, die Hobbyhoppers. Komik und Artistik. Humor und Spaß. Alles, was Dübel hat, wiegt. Unser Herz fliegt einfach mit, leicht wie ein Luftballon fliegt. Und die Zeit, die nie genügt, jedes Kind denkt daran, dass es auch irgendwann einmal fliegt. Ich will rein, wie ein Kind wieder sein. Ich will rein, wie ein Kind wieder sein. Menschen, Tiere, Scheitel, Sensationen, Lichterloh, Stein und Erinnerung. Finale. Parade im Zirkus Eros. Ende der Vorstellung. Ende einer Zirkussaison. Ein Dreivierteljahr Reisen von Stadt zu Stadt. Ein Dreivierteljahr Reisen und Leben im Wohnwagen geht zu Ende. Endlich wieder zu Hause sein. Endlich wieder beim anderen Teil der Familie, der nicht mit auf Reisen geht. Wie wird man als Kind mit dem Alleinsein fertig? Der Sohn vom Truppenchef. Nicht so einfach, aber dann hat man sich schon gewöhnt. Wurde dann irgendwie Gewohnheit. Im Winter waren sie da und im Sommer im Fleck. Wo warst du da? Ja, entweder ich war bei meiner Oma oder bei irgendwelchen anderen Leuten, die mich dann genommen haben, die Zeit. Irgendwie hat man das dann immer geschafft. Leidet man als Junge? Naja, zum Anfang war es wie gesagt schwer, aber dann nachher, man hat nicht mehr daran gedacht, wenn man kleiner war, dann als Kind, ist man rausgegangen spielen und dann war alles vergessen. Gab es Tränen? Also, soweit ich denken kann, nicht viel. Ich hatte es ja nur leicht bei meiner Oma, da war das ja fast wie bei den Eltern dann. Ne? Was sind das für Gefühle, wenn die Eltern wieder da sind? Ja, man freut sich, ist klar, ne? Kommen sie wieder, bringen Sachen mit, ist immer wieder schön. Was hast du für einen Berufswunsch? Ja, für mich war von Anfang an klar, dass ich zum Zirkus gehe. Und zum Anfang wollte ich auch so Artistik machen wie meine Eltern. Aber das habe ich mir nachher so ein bisschen ausgeredet, weil es wurde mir dann irgendwie auch ein bisschen zu schwer. Und naja, ich bin auch ein bisschen zu groß für die Sache. Und
da bin ich auf die Idee gekommen, hier irgendwas mit Tieren zu machen. Und naja, werde ich sehen, dass ich irgendwie Dresseur mache oder so. Was machst du jetzt? In einem Augenblick habe ich die Schule fertig gemacht und fange an mit der Lehre. Da fange ich im August an in Zöten bei Jena und lerne da erstmal Pferdezucht und dann sehen, wie es weitergeht. Also am Anfang ist es mir sehr schwer gefallen, gerade wo er eben noch kleiner war. Wir haben ja viel verpasst dadurch, zum Beispiel die Einschulung, die Jugendweihe waren wir nicht da. Da war er eben immer auf sich alleine angewiesen und das tut dann schon irgendwo weh. Jetzt im Winter wird es ganz schlimm, da haben wir ja kaum Zeit, bis eigentlich nächstes Jahr Saisonende. Ist schon nicht so einfach dann. Bloß jetzt ist es eben günstiger, nun kann er uns ja besuchen kommen, kann alleine fahren, was wo er so klein war, ging ja eben nicht. Und da werden wir uns ja öfter sehen dann. Nach dem wohlverdienten Urlaub, Probe im Winterquartier des Staatszirkus der DDR. Altes wird aufgefrischt und Neues wird probiert. Die neue Zirkussaison steht wieder vor ihrem Beginn. Es geht endlich wieder los, sagen die Zirkusleute. Müssen Proben bei einer so eingespielten Truppe wie den Rialtos noch sein? Peter Altenburg. Selbstverständlich. Die Proben sind eigentlich fast jeden Tag, um die Darbietung weiterzuentwickeln. Es ist doch alles taufit. Nein, nein, das täuscht. Da ist noch viel Arbeit. Die Ausbildung der neuen Leute, die Flieger, Untermann, Mittelmann und auch die Weiterausbildung der alten Kollegen. Ja. Habt ihr denn neue? Ja, wir haben 5 neue Leute. Davon sind 2 Personen aus der dritten Darbietung, der Schlappseilnummer. Und die anderen sind, einer kommt von der Sportschule, die andere Kollegin war Friseurin und der dritte war Autoschlosser. Und die waren alle in der Leinenbewegung tätig. Es geht wieder los. Einlass zur ersten Vorstellung. Die Rialtos haben Einlassdienst. Eine der zirkustypischen Nebenarbeiten, an denen sich alle Artisten beteiligen. Rechts rum, so, diese Seite rüber bitte, ja. Da rum bitte. Andere Seite. Auch rüber. So, diese Seite hier. Hier die zweite Platte. Auf die zweite Treppe hier. Mal zu, die andere, den ersten Aufgang da drüben bitte. Ja, danke. Links. Dankeschön. Dort die erste Treppe bitte. Ja. Rechts die erste Treppe. Ja. Norbert von den Rialtos ist Chef. Einlasschef. Einlasschef, das bedeutet so viel, also alles, was, wenn,
wenn der ganze Einlass losgeht, also das bedeutet für mich, eine Viertelstunde bevor es losgeht mit dem Einlass, überprüfe ich noch einmal Sitzeinrichtung, ob zum Beispiel alles sauber ist oder bei den Plastikstühlen, ob alles heil ist, richtig drin ist. Die Logenstühlen abzielen, dass nicht einer fehlt. Mich erkundigen an der Kasse, ob irgendwas Besonderes anliegt, zum Beispiel Rollstühle. Und so, dass die Rollstühle schon vor der Vorstellung am besten reinkommen, weil die hinten durch den Sattelgang reinkommen. Naja, und dass der Einlass reibungslos vonstatten geht. Wenn jetzt Leute Probleme haben, dass die dann zu mir kommen und dann nicht gleich zum Chef vom Dienst, versuche ich das dann selber alles klarzustellen. Edo. Arbeitsmäßig stehen alle voll hinter der Truppe, hinter der Arbeit, ziehen alle an einem Strang. Wir wissen alle, was wir wollen. Und daher gibt es also arbeitsmäßig keine Probleme. Privat hat der eine mit dem anderen mal ein bisschen Trouble. Das ist normal wie auf jedem Arbeitsplatz. Privat sitzen wir auch viel zusammen. Ganze Truppe, Feten, feiern, machen zusammen Ausflüge. Eben ganz normal wie eben eine Brigade. Man wohnt ja nun zusammen auf engstem Raum. Ist ja schlimmer als ein Dorf, der Zirkus. Jeder weiß über jeden Bescheid. Jeder weiß, was jeder macht. Aber Truppe eben ist eben ein Zusammenhalt da, ein sehr starker Zusammenhalt. Ich war früher mal geturnt, Geräteturnen ein bisschen gemacht, dann Leinenartistik in Magdeburg. Und über die Leinenartistik ist mal schon ein Kumpel von mir beim Zirkus gelandet und durch diesen Freund wiederum bin ich dann auch zum Zirkus gegangen und habe von der Pike auf eben im Zirkus gelernt. Bei mir ist eben die Besonderheit, ich habe erst einen Beruf gelernt, Autoschlosser, 2 Jahre Lehre gemacht. Da meine Eltern gegen die Artistenschule waren, ich sollte einen vernünftigen Beruf lernen. Und habe eben 1983 in der CSSR bei den Rialtos dann angefangen und habe von der Pike auf alles bei den Rialtos erlernt, gelernt, schwer, manchmal sehr schwer, zum Verzweifeln schwer. Petra. Ich habe auf eine Annonce hin an die Artistenschule geschrieben und habe da meinen Einsatz gemacht. Bin dann da hingekommen und habe erst in einer Rollschuhdarbietung gearbeitet, also gelernt auf der Artistenschule, habe meinen Mann kennengelernt und habe dann später bei den Rialtos, bin dann eingestiegen bei den Rialtos. Eine schöne Entwicklungsgeschichte. Ja. Flieger, warum? Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht oder so, aber macht Spaß. Aber man ist auch mehr den Verletzungsgefahren ausgesetzt. Da kann ich nur sagen, bis jetzt toi toi toi. Ich hatte eigentlich noch keine großen Verletzungen. Also man verletzt sich auch auf die Kollegen dann ein bisschen, ne? Dass sie unten stehen, aufpassen. Und eben, es ist eben wichtig, dass man ein gutes Kollektiv hat, Vertrauen hat gegeneinander, miteinander. Ja. Man versucht natürlich, wie in jedem anderen Beruf, Unfälle zu vermeiden. Und ich wurde dann auch öfter mal schon gefragt, wenn jetzt irgendein Unfall war, dass man Angst hat, diesen Trick wiederzumachen. Also diese Angst, die muss man ganz einfach verlieren. Sonst kann man den Beruf nicht ausüben. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ein Raubtierdresseur vom Dompteur angefallen wird vom Tiger, dann geht er anschließend auch wieder in den Käfig rein. Und dasselbe trifft im Prinzip bei uns zu. Wenn ich bei irgendeinem Trick mir zum Beispiel meinen Hacken durchtrete und es ist dann anschließend wieder in Ordnung, dann muss man das auch wieder machen. Angst, man hofft immer, dass nichts passiert. Also, denn man muss sich ganz einfach, ob man das jetzt schon eine Weile macht oder ob der Trick neu ist, ganz einfach immer konzentrieren. Dann wollen wir mal. Im zirkuseigenen Schminkwagen laufen die Vorbereitungen für die komische Zweitdarbietung der Rialtos. Nach dem Einlassdienst Maske. Mein Zöpfchen hinten weg. So. Dann letzter Pfiff. Und nun Mutter.
Die Hobby Hoppers. Ein tempogeladener, artistischer Ulk. Lange haben die Rialtos überlegt, um zu dieser Darbietung zu kommen. Alle sollten mitmachen. Was kann man tun? Lachen wollen die Leute immer. Also etwas Lustiges. Was könnte man? Alle irgendwie ein Clown? Ja, Typen aus dem Leben in Verbindung mit Sprungakrobatik. So entstanden die Hobby-Hoppers. Zwei Darbietungen bessern außerdem die Gage auf und Artisten, die eine zusätzliche Darbietung haben, sind auch international gefragter. Peter Altenburg, Truppenchef. Dein Weg zum Zirkus? Ja, ich bin gelernter Elektromonteur. Ich habe 1962 ausgelernt. Und dann habe ich mich eigentlich beworben beim Zirkus. Und zwar auch beim Zirkus Eros damals. Als Elektriker und Beleuchter. Ich wollte eigentlich nach Berlin und habe durch ein Fahrgeschäft, die Achterbahn, die stand gerade in Güstrow damals, wo ich zu Hause bin, erfahren, dass der Zirkus praktisch ein Winterquartier hat in Berlin. Und das war eben ausschlaggebend für mich, mich dort zu bewerben. Ich hatte noch gar keine Vorstellung von Artistik und dergleichen. Und erst als ich dort war nachher, da kam allmählich die Überlegung, ach, das möchte ich auch machen. Und dann kam 1964 die erste Schleuderbrett-Darbietung, die Tornados, von der Schule, von der Artistenschule. Und das hat mich eigentlich damals richtig gepackt. Da habe ich mir gesagt, das möchte ich auch mal machen. Nur ist ja immer schwer, irgendwo reinzukommen, wenn man als Außenstehender, ne? Es war zwar gerade ein Wechsel gewesen mit einem Mittelmann und Untermann, aber leider, damals kam jemand anders rein. Dann habe ich 1965 aufgehört, bin nach Berlin gegangen, habe fast anderthalb Jahre beim Erich Weiner Ensemble gearbeitet, auch als Beleuchter und Elektriker, habe Kontakt gehalten mit den Artisten, Artistenschüler, mich immer umgehört, wo kann ich eventuell mal einsteigen, habe nebenbei probiert im Haus der jungen Talente, habe da Trapezunterricht genommen, ich bin zwar groß und lang, aber irgendwas musste ich ja machen. Ich habe dann auch Privatstunden genommen, dann reichte das Geld wieder nicht so richtig, dann bin ich in der Staatsoper gegangen, habe Kulissen geschoben, abends. Auf jeden Fall war ich immer am Ball, wie man so schön sagt. Und dann 1966 im Sommer, da habe ich das Glück gehabt, bei einer Flugtrapez-Darbietung mitzuprobieren. Als Fänger sollte ich da probieren, habe mir alleine schon was gemacht. Und genau zu dem Zeitpunkt, ungefähr einen Monat später, da kam mit einmal der ehemalige Truppenchef von Tornados zu mir, mit einem Kollegen, und fragte mich, ob ich Lust hätte einzusteigen. Also wusste ich im ersten Moment auch nicht, was mache ich. Bleibe ich hier bei dem, beim Flugtrapez. Ich hatte zwar noch keinen Vertrag, aber... Oder bleibe ich bei den jungen Leuten. Die Rialto.